Hallo und herzlich willkommen hier auf Influencer.de, die sich ein Video zur Fortimulation. Ich möchte euch zeigen, wie bei Produkten diesen Beweis durchführt. Wir haben hier ein etwas seltsames Produkt, das wir beweisen sollen. Das Produkt von 1 minus 1,5 mal 1 minus 2 Drittel mal 1 minus 3 Viertel und so weiter bis 1 minus n minus 1 durch n, also immer Zähler 1 kleiner als der Nenner. Und das soll genau 1 durch n Fakultät, nennt man das, wenn man Ausrufezeichen versetzt, Fakultät sein. Und Fakultät ist einfach definiert als 1 mal 2 mal 3 bis mal n. Und wir sollen genau das beweisen, und zwar für n größer gleich 2. Das heißt, wir haben hier mal den Induktionsanfang nicht n gleich 1, sondern natürlich gleichmöglichst n, so wählen können, ist in diesem Fall 2. Das heißt, wir wählen n gleich 2. So, was passiert, wenn wir hier n gleich 2 einsetzen? 1 minus 2 minus 1, 2 minus 1 gibt 1, das heißt, es steht 1 minus 1,5, das heißt, das ist genau der erste Term. Also steht hier 1 minus 1,5 und das soll sein 1 durch 2 Fakultät. Was ist 2 Fakultät? 2 Fakultät ist 1 mal 2, also 1 durch 2, also 1,5. Das hier soll 1,5 sein, da sieht man das 1 minus 1,5, naja, 1 minus 1,5 ist natürlich 1,5. Also 1,5. Das stimmt, der Induktionsanfang stimmt. Nun kommt der Induktionsschritt. Der Induktionsschritt heißt immer, wir fangen mit der Annahme an und sagen, angenommen, das ganze Zeugs gilt für ein festes, beliebiges n. Das heißt, angenommen, es gilt einfach das da oben. 1 minus 1,5 mal 1 minus 2 Drittel und so weiter. 1 minus n minus 1 durch n ist 1 durch n Fakultät. Dann gilt auch die Behauptung. Die Behauptung gilt, Behauptung heißt, wir setzen statt n n plus 1 ein. Also geht es in dem Fall ein bisschen weiter, nämlich 1 minus 1,5 mal 1 minus 2 Drittel mal, naja, 1 minus n minus 1 durch n. Und jetzt haben wir ein Produktterm mehr. Also n minus n plus 1 minus 1 durch n plus 1. Und das Ganze soll sein 1 durch n plus 1 Fakultät. Kleiner Einschub, wir überlegen uns mal schnell, was ist n plus 1 Fakultät eigentlich? Naja, n plus 1 Fakultät heißt also 1 mal 2 mal und so weiter mal n plus 1. Das Vorteil können wir schreiben als n Fakultät. Also wäre das eigentlich n Fakultät mal n plus 1. Werden wir wahrscheinlich demnächst kurz brauchen. Nun, nach der Behauptung kommt das Wichtigste, der Beweis. Beim Beweis geht es darum, diese Behauptung zu zeigen. Das heißt, wir fangen einfach mal an und schreiben die Behauptung noch einmal ab. Also 1 minus 1,5 mal 1 minus 2 Drittel mal und so weiter. 1 minus n minus 1 durch n mal 1 minus n plus 1 minus 1 durch n plus 1. Und das soll sein 1, ja, das soll das drüben sein, das wollen wir ja zeigen. Nun, man muss in den Beweis immer die Induktionsannahme einbauen. Wenn das natürlich direkt offensichtlich ist, sollte man sie auch sofort anwenden. Hier in dem Fall ist es sehr offensichtlich, das hier ist ja genau der Liegeteil der Annahme, also wissen wir, das ist 1 durch n Fakultät. Also steht da noch 1 durch n Fakultät mal 1, naja, da oben plus 1 minus 1, also 0, n durch n plus 1. Wir bringen das alles mal auf den gemeinsamen Nenner, auf den Hauptnenner. Der Hauptnenner ist natürlich n plus 1. Das heißt, hier steht 1 durch n Fakultät mal irgendwas durch n plus 1. Wir müssen das auf den Nenner n plus 1 bringen, also mit n plus 1 erweitern. Dann steht hier n plus 1 minus n. N plus 1 minus n. N minus n gibt natürlich 0. Das heißt, hier steht nur noch 1. Und hier unten steht n Fakultät mal n plus 1. Jetzt haben wir hier oben auch festgestellt, n Fakultät mal n plus 1 ist nichts anderes als 1 durch n plus 1 Fakultät. Und siehe da, wir haben die Behauptung gezeigt.
unser Beweis ist fertig. Wir haben diese Formel gezeigt. Nun, schaut auf unserer Homepage vorbei, www.lyrelda.de. Dort sind noch einige Aufgaben zur sofortigen Nutzung. Schaut sie an, versucht sie selber zu lösen und kaut dann unsere Musterbeispiele an. Dankeschön.